Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Transport Fever 2. Heute geht es weiter mit unserem Vorhaben, hier die Straßenmeistereien hier in Minneapolis und in Eau Claire, ich weiß gar nicht, zu beliefern. Das sind die einzigen Straßenmeistereien, die es hier gibt. Und ich würde sagen, wir machen das nicht per Eisenbahn. Das war letztes Mal so der Fail. Warum ist der Linienmanager eigentlich? Ich dachte, die machen alle gut Plus. Nur der nach Eau Claire macht wirklich gut Plus. Der Rest weniger. Warum machen hier? Ja gut, die Testbusse machen Minus. Aber auch hier nach Rochester. Der ist nicht auf Maximum Kapazität und hat trotzdem mehr. Und hier in Eau Claire warten noch nicht so viele. Oh, das heißt, wir müssen da vielleicht wirklich mehr Busse draufballern. Fällt mir gerade mal so auf. Könnte ja eine Möglichkeit sein. So, jeweils zwei. Die werden alle lackiert wieder. Wir haben es gesagt, in diesem schönen Weinrot. So, zwei davon auf die La Creux und der andere auf die Roche. Jetzt haben wir die aktuell noch mehr im Minus arbeiten, haben wir die Kapazität erhöht. Hoffentlich war das kein Fehler. So, wir schauen uns jetzt an hier mit den neuen Linien bezüglich dessen hier. Und zwar einmal die Asphalteure. Die Asphalteure, dann die Steinverteilung und die Ziegelanlieferung. Die Ziegelanlieferung, die muss ja erst einmal gemacht werden, dass die da überhaupt ziehen. Also Steine müssen zu. Das ist ja das hier. Ja, der. Okay. Vom Namen her ein bisschen seltsam von mir benannt, aber macht nichts. 8 Stück. Alle bitte auf den Ziegler. Und jetzt schauen wir auch gleich, wenn die da raus... Was mache ich jetzt? Schauen wir auch gleich, wenn die da rausfahren, ob die in die richtige Richtung fahren. Jo! Und bis die dort sind, wird hier auch schon gut was an Steinen vorrätig sein. Ja. Können wir theoretisch vielleicht sogar hier konfigurieren. Noch eine Güterplattform hier. Okay, hier geht nicht weiter. So. Let's go. Jetzt können hier auch gut Steine gelagert werden. So ein, zwei werden wir aber mal umdrehen lassen. Okay. Bringt noch nichts. Okay, der ist voll. Okay, die nächsten werden schon nicht mehr voll sein. Wobei... Der ist voll und hier stehen jetzt schon wieder 5 Steine parat. Okay, vielleicht werden ein, zwei die erste Fahrt leer durchführen. Macht aber nichts. Dann würde ich sagen, als nächstes brauchen wir jemanden, der den Asphalt liefert. Und wo sind die Asphaltlinien? Bei dem Normalfall, wenn ich die anklicke... Wenn ich drüber hover bin. Okay, das ist die hier. Und die andere ist die hier drüben. Okay, also die beiden. Das heißt, die beiden fahren natürlich hier vom Minneapolis Asphaltwerk aus weg. 10 Stück. Alle weinrot. Die ersten 5 fahren bitte auf den einen Asphalteur, die anderen auf den anderen. Die sind eh circa gleich lang, die Linien. Das, ja. Ja, ich glaube, die sind sogar vielleicht noch fast auf den Meter genau gleich lang. Auf jeden Fall auf den Kilometer. So, jetzt ist die Frage, fahrt hier irgendeiner schon halb leer weg? Ja, du.
Der hier fährt es dann halb leer. Das ist gar nicht so gut. Da werden wir vielleicht was unternehmen dagegen. Und die hier beim... Oh, Moment. Asphaltwerk wäre übrigens sinnvoll. Fällt mir gerade mal so auf. Wenn wir machen... Oh, die machen sogar die unterschiedlichen Plattformen. Das ist ja angenehm. Sehr gut. Ja, der hier in La Crosse warten wirklich sehr viele auf die Busse. Nein. Vielleicht brauchen wir da doch ein bisschen mehr. Noch mehr. Gut, Rochester Baumaterialfabrik macht gleich die Steine und dann müssen wir die Steine noch liefern. Genau, und dafür wollten wir hier die Brücke bauen. Ich erinnere mich, das war eigentlich unser Plan letztes Mal. Und hier den großen Kreisverkehr bauen. Genau. Das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir schauen mal, dass wir hier so eine... Wir schauen mal, dass wir die Brücke hinbekommen. Ein Stein nach den anderen. So, sagen wir mal dann so. Hier wird das so in etwa wegführen. So, und dann hier rüber, genau. So, hier werde ich schon mal das... großflächig so ein bisschen ebnen. Nein, nicht Gleise. Geh schon automatisch zu den Gleisen. So, erstmal ausrichten. Und dann hoch. Genau. Und jetzt hier so rüber. Ist noch schiffbar. Und schaut jetzt nicht mal so kacke aus. Hier würde ich gerne noch mal ein bisschen allerdings... Nein. Hier würde ich gerne noch mal ein bisschen die Straße weiterziehen. Beziehungsweise auch das Gelände. Ja, das ist noch gut schiffbar dann da und dadurch. Let's go. So, jetzt machen wir hier mal noch ein bisschen schöner. So. Und hier drüben ebenso. So, wirklich groß, damit wir hier diese Anhöhe ein bisschen... vertuschen können. Ja, schaut aber ganz nice aus, muss ich sagen. Ja. Würde ich sagen, ist voll cool. Und jetzt brauchen wir hier. Die Kreuzung selbst kann ich jetzt nicht wirklich löschen. Ich kann nur die Zubringerstraßen alle löschen. Und jetzt... muss ich halt von hier weg. Oder wir lassen die alle hier wirklich treffen. Wie schaut denn das aus? Wenn wir wirklich alle treffen lassen. Das schaut dann so aus. Ist jetzt ein bisschen eine beschissene Kreuzungssituation, sag ich mal. Da ist, glaube ich, hier ein Roundabout wirklich geschickter. Ein selbstgemachtes. Wobei ein Roundabout ist halt echt so ein bisschen... Ne, wisst ihr, was wir machen? Das ist noch viel intelligenter. Wir machen eine Doppelkreuzung.
Also es ist nicht intelligenter als ein Roundabout, aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, machbarer in diesem Spiel. Es ist auf jeden Fall machbarer in diesem Spiel. Und zwar folgendermaßen habe ich mir das überlegt. Wir machen einmal den hier. Dann den hier. Und den hier. Und dann machen wir halt einfach einmal den hier. Und den hier. Genau. Und das machen wir jetzt nochmal hier ein bisschen breiter. Und easy going. Sollte ohne Probleme möglich sein, so. No. Let's go. Jetzt haben wir hier die neue Option geschaffen. Haben sich irgendwelche Routen dadurch geändert? Sollte eigentlich nicht. Die Linien, oh, die sind jetzt auch schön profitabel. Sehr schön. Weil die auch Frequenz 3 Minuten haben. Noch eine höhere Frequenz. Wobei, in Lacrosse warten schon sehr viele. Aber wir haben das noch nicht lange. Also von daher... Vielleicht braucht, aber weil Lacrosse ist immer noch nicht so profitabel, vielleicht braucht Lacrosse selbst, da können wir theoretisch von hier aus machen, noch zwei Busse. So, da und jetzt müssen wir die anderen Linien noch. Und zwar, wir brauchen einmal die Steine von da nach da und einmal von da nach da. Das machen wir von hier aus. Und zwar... Habe ich heute zum ersten Mal gesehen, dass hier unten steht, wie viele Fahrzeuge da gerade drin sind. Oh, zurzeit nicht genügend Fahrzeuge. Aber von da nach da ist eh so wenig. Da können wir wahrscheinlich mit 4 auskommen. Und zwar der Steiner nach Minneapolis. Und die restlichen fahren nach Steiner Eau Claire. Linie enthält zu wenig Haltestellen. Ach so, weil wir den erst hier... Ja, natürlich muss der dann natürlich auch noch hier hin. So, Lacrosse West. Nee, Lacrosse. Hier, das ist natürlich Ziegelfabrik. Und das ist... Eau Claire Straßenmeisterei. STM haben wir es genannt. So, und jetzt sollte das alles funktionieren. Rochester Nord ist hier, Minneapolis Straßenmeisterei. Warum? Das heißt ja schon Minneapolis Straßenmeisterei. Warum? Und das hier ist die, Asphaltfabrik. So. Okay, jetzt schaut doch alles ganz okay aus. Die geht hier schön drüber. Da würde ich jetzt echt gern sehen, sobald der eine mal drüber fährt. Oh. Oh, hier wird es gleich ein bisschen Probleme geben vielleicht. Ich schau mal, ob ich das noch ein bisschen mit Terminals vergrößern kann. Ist, glaube ich, so vielleicht ein bisschen intelligenter. Da wird es nämlich sehr viel LKW-Verkehr sein. Oh ja, da wird außerdem hier die ankommen von dem. Ob das so intelligent ist oder ob es nicht vielleicht geschickter wäre, wenn wir hier eine LKW-Entladestelle machen, hier, und den jetzt hier, den Ziegler, statt hier, Ziegel entlade, weil dann fahren die hier quasi nur so durch. Seht ihr, dann können die weiter alle entladen. Die fahren durch, was halt deutlich geschickter ist.
Hä, was macht ihr hier? Steiner nach Uclair. Was? Nein, ihr seid dann ja falsch, Idioten. Die fahren zuerst nach Uclair. Die fahren zuerst dorthin, wo es keine Rohstoffe gibt. Idioten. Der Steiner Minneapolis, der ist halt noch leer gefahren. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar LKWs. Wie viel können wir? Okay. Und zwar auf den Ziegler. Weil hier die Steine... brauchen wir schon einiges. Das hier ist das Einzige, aber... nee, ich hätte eigentlich alles mit der Eisenbahn super verbinden können, aber... wir haben halt leider nicht die Wagen dafür. In Rochester und in La Crosse warten nicht viele. In Eau auch nicht. Und alle sind schön profitabel. Leck mich am Arsch, das ist sogar sehr profitabel hier. Sehr profitabel, sehr schön. Hier, die sind natürlich noch nicht profitabel hier. Die Steine transportieren und so weiter. Ziegler hier unten. Ja, die Testdinger. Busse haben wir gerade sehr viele verfügbar. Ich würde sagen, sogar Busse können wir hier ein paar wegnehmen. Von den Testlinien. Hier. Hier so zumindest einen. Können wir mal verkaufen. Oder jetzt pushen, ist ja auch wurscht. LKWs, die brauchen wir jetzt aktuell schon. Oh, Moment, übrigens hier. Oh, nach Eau Claire wollen gerade sehr viele. Sehr viele wollen nach Eau Claire. Hier ein bisschen Stau, aber es macht nichts. Sehr viele wollen da nach Eau Claire. Hier, oh ja, hier ist übrigens hier die Tram-Haltestelle, die lokale, die natürlich sehr gut gelegen dafür ist. Das Einzige, was geiler gewesen wäre, wenn wir das hier in diese Straße reingemacht hätten, dann hätten wir dann halt wieder X Industriegebäude wegmachen müssen. So, Baumaterial liefern, Asphalt liefern. Das geht, glaube ich, alles aktuell ganz gut. Mal schauen. Hier die Ziegelsteinlieferung läuft gut. Die werden auch nach Minneapolis gebracht. Ah, du bist hier im Bus. Okay, die Steine werden dann hoffentlich auch nach Eau Claire gebracht. Im Lager Konsum, sehr schön. Ja, da sind natürlich viele Ziegelsteine dahin, weil die Strecke halt sehr kurz ist. Würde ich eher sagen, wir hauen einen von den LKWs vom Minneapolis Steiner. Die Ziegelsteine. Ja, ich weiß hier, der die Steine bringt, ist Ziegler. Und der die Ziegelsteine bringt, heißt Steiner. Ist ein bisschen seltsam, aber hey. So einen von denen werden wir auf die Steiner nach Eau Claire schicken, weil das sonst... weil hier ist Überschuss an Ziegelsteinen und hier ist Überschuss an Asphalt. Und wir könnten vielleicht hier auch Asphalt, einen mehr nach Asphalt Minneapolis bringen. Also von Asphalt Eau Claire nach Asphalt Minneapolis. Wäre vielleicht intelligenter. So, hier der Steintransport läuft, glaube ich, ganz gut. Oh ne, die kommen gar nicht mit der Steinproduktion hinterher. Okay, die kommen mit der Steinproduktion nicht hinterher. Das heißt, so viel Ziegler brauchen wir jetzt gar nicht. 10 Fahrzeuge, also... ne, für 10 kommen die nicht hinterher. Verkauf mal nur einen und schau, wie sich das
wie sich das dann macht. Da kommt einer. Einer von euch kann eigentlich umdrehen, falls er fast leer. Du bist quasi leer, du drehst mal um. Da kommen jetzt dann gleich drei hintereinander. Aber wir können halt jede 8 transportieren, also wir bräuchten jetzt 24 gleich. Also aktuell haben wir eher das Problem, dass die nicht nachkommen mit der Produktion. Weil es Produktion volle Wäsche, also von daher... Der ist voll. Der ist jetzt auch voll. Okay, der ist voll und da liegen noch 5 und der nächste kommt auch schon. Ja, das ist dann eher sinnvoll. Okay, hier liegen auch einige Ziegelsteine. Nach Eau Claire. Natürlich. Jetzt ist hier ausgewogen. Und hier ist sehr ausgewogen. Sehr schön. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht. Baumaterial liefern. Ist gleich vollendet. Ja, hier ist immer noch ein bisschen wenig Ziegelsteine. Vielleicht bin ich... Hervorragend! Die breiten und ebenmäßigen Straßen sorgen für ein ganz neues Fahrgefühl. Die Busse können nun viel schneller fahren. Das verbraucht allerdings auch viel mehr Sprit. Sorge dafür, dass die Treibstoffversorgung im ganzen Einzugsgebiet sichergestellt ist. Nicht, dass du plötzlich auf offener Strecke stehen bleibst. Das Bis sorgt vor kurzem für Sprit. Dachte man noch, das Erdöl könnte irgendwann knapp werden. Ein kolossaler Irrtum. Sorge dafür, dass die nie versiegenden Ölvorräte der Treibstoffproduktion zugeführt werden. Okay, das ist in Hindsight natürlich aus den 20er Jahren lustig und traurig gleichzeitig. Aber, weiß ich gar... Oh. In La Crosse stehen doch jetzt gerade einige. Aber, ich glaube, wir sind relativ gut bedient mit dir. Genau, wir müssen hier eine Eisenbahnlinie machen. Aber was ich auch gerade sagen wollte ist, hier drüben ist doch ein bisschen wenig Ziegelsteine. Das heißt, wir können vielleicht 1-2 LKWs noch auf die Steiner EC geben. Die EC, ich weiß, hört sich ein bisschen seltsam an, aber nach Claire, ja. Okay, Treibstoff herstellen. Okay, richte eine Eisenbahnlinie, um die Treibstoffraffinerie mit Öl zu beliefern. Okay, ja, hier einmal durch den Schwarzwald quasi. Weil das ist dann halt wirklich deutlich direkter. So. Leute. Guter Kopfbahnhof. Zweigleisig, 120 Meter. Wie ist es geländetechnisch denn sinnvoll? Geländetechnisch glaube ich hier hinten wirklich rum sinnvoll. Und nicht einmal komplett durch den Wald. Und dann dasselbe nochmal hier. Oh. Ja, also wir müssen relativ gut mit dem Terrain-Tool arbeiten hier jetzt gleich. Ich würde das gerne mit 2 Straßenanbindungen machen, aber das ist mir nicht vergönnt. Nee, ist es mir wirklich nicht. Okay, dann hier einmal durch. Okay, wir müssen hier erstmal so ein bisschen anpassen. Das geht ja nicht. Okay, wir müssen auch zuerst mal die Gleise machen. Okay, einmal so rum. So, hier jetzt rechts rein. Okay, wir könnten theoretisch mit einem Tunnel arbeiten. Eine Frage, was passiert, wenn ich die komplett so einfach verbinde?
machen wir dann einen riesig langen Tunnel. Jo, ein riesig langer Tunnel. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so mein Ziel. Mein Ziel ist es schon, hier eine Eisenbahn so ein bisschen durch den Wald zu führen. Naja, das ist auch nicht gerade schön. So. Hier gerade weiter. Jo, wir müssen hier einiges dann anpassen an Terrain. Alter, und ja, natürlich, die vielen Bäume killen natürlich wieder hardcore. So, und hier müssen wir jetzt schon einfach mit dem Terrain ein bisschen spielen. Werkzeuggröße, Stärke. Damit die hier nicht unbedingt einen Tunnel machen wollen. So. Dann hier in der Mitte irgendwo ein Ausweichgleis. Hier, wo es relativ wenig Wald ist. Das müsste auch relativ mittig sein. Ja, ein bisschen mehr in die Richtung wäre halt geil, aber... Ja. So, und jetzt schauen wir auch, dass wir wirklich Geschwindigkeit halten können. Über 100 möglichst. So, machen wir halt... Achso, nein, wir wollen ja Ebenen überhaupt. Wir wollen Ebenen und nicht hier... Gewerkzeuggröße hätte ich jetzt echt. Ich meine, so ein bisschen eine Einschneise... geht ja. Okay, warum... ist dann hier das mit diesem, wo es so hart hoch geht, das ist eigentlich Arsch. Ja, machen wir es mal so. Ich hoffe, das packen die dann. Ja, hier so ein bisschen erhaben ist schon okay. Aber hier diese ganz krassen Schneisen sind halt schon Kacke. Also so ein bisschen ja... aber so nicht so quasi, dass so ein Canyon ist. Sondern mehr so, wie ich es jetzt gerade mache. So, und jetzt so ein bisschen anpassen. Jo, so schaut ganz gut aus. Ja, hier müssen wir eigentlich gar nichts machen. Aber hier halt. Ja, jetzt wäre natürlich ein größeres Werkzeug auch angenehm.
ist das hier halt... Invertieren abwärts. Ist das sinnvoll? Oh, so in etwa. Es hat gerade richtig, das hat irgendwie... Der Eisenbahnbau jetzt hat irgendwie 10 Millionen oder was gekostet, gefühlt. So, Maltools. Genau, hier schön einmal drüber. Bisschen begrünen. Nicht wirklich komplett geschleckt, aber ganz okay. So, sehr gut. Wunderbar. Ja, ja, ach stimmt, wir brauchen jetzt noch irgendwo hier das Eisenbahndepot. Also hier am Arsch der Welt ist, glaube ich, nicht so gut. Und hier wird ja auch nur das Öl gemacht. Sondern wir brauchen das ja hier wahrscheinlich eher. Dann schauen wir, dass wir die, ja, hier machen. Und dann darüber... Achso, nein, falsch. Gebäude. So, hier. So, jetzt würde ich gerne hier noch so einen kleinen Kiespfad hinbauen. Was in die Richtung. Jo. Das schaut ganz okay aus, würde ich sagen. Und jetzt hier Gleise. Jo. Passt. Können es theoretisch hier runter auch noch machen. Aber das ist aber zu große Krümmung. Okay, nein, dann müsst ihr halt jetzt immer in die eine Richtung fahren. Macht aber auch nichts. Also wir brauchen zuerst mal hier eine Linie. So, und das hier ist der... Hier die Ölbahn. Ganz schnöde und simpel. Öl ist so... komisch lila. I don't know. Lustigerweise, mein Vater war hier in der Ölraffinerie angestellt. Ah, ich habe keine Ahnung von dem. Aber naja, gut. Und Claire Lacrosse einfach nur so... Nennen wir es zumindest Öl. Und hier auch Öl. So, natürlich immer das hier zum Beispiel. Da, wo du am wenigsten hier Ding hast. Hier fahren die über dasselbe. Das ist nicht so clever. Signale sind hier gewesen, genau. Gut. Na denn. Let's go. Nee, komm, wir machen eine elektrische Lok. Die kostet zwar ordentlich was. Die kostet 12 Millionen. Ich will zwei Züge, also... Nein. So, maximal 120 Meter, genau. Und jetzt kaufen wir zwei davon. Und schicken sie los. So. Den zweiten schicken wir los. Beziehungsweise wir brauchen hier noch übrigens Signale. Wäre sinnvoll. So, und den zweiten schicken wir jetzt auch gleich los. So.
Achso, Moment, genau. Wir brauchen hier noch ein Signal. Wäre ganz sinnvoll. Das müsste jetzt auf... Der darf schon fahren? Achso, der andere ist ja schon dort hinten. Okay, Moment. Halt. Dann würde ich gerne... Der hier verlässt schon. Dann will ich das jetzt auch in Echtzeit sehen. Die Bahn, die wir letztes Mal nicht hingekriegt haben. Ja, das ist jetzt ein langer... Oh, wir haben übrigens noch null Öl. Das ist natürlich belastend. Ja, es dauert auch ein bisschen, bis der hier in Schwung kommt. Dafür ist das Ausweichgleis aber mehr hier als auf der anderen Seite. Könnte also tatsächlich gut sein, dass wir das so gemacht haben mit dem Ausweichgleis ein bisschen mehr auf der Seite, wenn der hier ewig braucht, bis er mal die pushen kommt. Ja, jetzt ist das elektrisch hier ein bisschen unnötig, aber wir werden vielleicht die Loks abbrechen. Demnächst. Oh ja, da kommt der Gegenzug. So, jetzt geht der auch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Hallöchen! So. Also geländetechnisch habe ich jetzt nichts gesehen. Noch gut, dass ich mir denke, wieder, ach, hier kommt das Kotzen. Okay, wir beschleunigen langsam weiter. Aber sehr langsam. Ich glaube, 80 oder 90. Bei der anderen war es 110. Ja, Bäume. Bäume sind der Tod der Framerate in diesem Spiel. Und es hilft jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass ich den ersten aufnehme. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen. Die 80 ist Höchstgeschwindigkeit. Hier reichen wir dann in diesem Teil der Strecke auch, wo es leicht bergab geht. Ja, mit der Oberleitung ein bisschen blöd, aber hey. So, und jetzt hier schön runter. Und ja. Wie gesagt, relativ kurze Frequenz, also von daher. Ja, wie gesagt. Was mich halt als Enthusiast so ein bisschen stört zumindest, ist der Fakt, dass hier die Oberleitung einen Knick macht. Hier so diesen, das folgt halt den Schienen genau, aber im Normalfall müssten hier und hier auch noch Masten stehen. Will ich nur angemerkt haben. Jetzt können wir mal schauen. Du fährst schon mit Öl, oder? Was, warum fährt er auch ohne Öl, hä? Öl zu beliefern. Treibstoffraffinerie? Hier? Ja? Mit Öl. Öl hier. Das geht auch, hä? Ach, Moment, hier, die brauchen noch hier, das hier. Die brauchen von der Ölquelle. Brauchen von der Ölquelle noch was. Machen wir das dann per LKW? Nein, theoretisch könnte ich hier noch einen zweiten Bahnhof einrichten. Hier. Und dann hier so am Ausbildungsgelände vorbei. Und hier an Minneapolis vorbei. Mit einer Brücke hier rüber. Aber die Eisenbahnen sind so fucking teuer. Wir richten das erstmal mit einem LKW an. Wir haben zwar nicht so viele LKWs verfügbar, aber während ich hier baue, mache ich mal Vollgas. Hier Fahrzeuge kaufen. Vollgas-LKWs und alle auf die Testroute, damit da möglichst schnell neue LKWs ankommen. Busse haben wir echt schon richtig gut verfügbar. Aber unsere Buslinien sind voll okay, würde ich jetzt mal sagen.
Wo wollen die denn hier alle hin? Also Claire und Rog. Nee. Nach Claire wollen sehr viele. Okay, wir machen das, wie gesagt, mit LKWs. Weil das andere ist zu teuer aktuell einfach. Ne, hier. So. Jetzt brauchen wir noch die Linie, die hier, das hier ist der Öllieferant. Öllieferant. So, das machen wir auch in so einem lila Ton, vielleicht ein bisschen anderen lila Ton. So. Und zwar, wir brauchen einmal hier drüben. Hier. Neapolis Abzweig. Ne, hier. Euclid-Zentrum, was? Öl. Euclid-Öl. Und hier mit Neapolis, von mir aus hier. Hier. Ölpumpe. Irgendwas halt, was nicht ganz dumm ist. So, LKW verfügbar sind schon wieder 4, okay. Nein, also, ich drücke immer irgendwie auf das Falsche. So. 4 Stück auf den Öllieferant. Wo fährt denn der überhaupt lang? Ah, der fährt diese Route, okay. Oh, das heißt, hier wird es richtig Stau geben. Bin am überlegen, ob ich die dann nicht hier ausbaue zu einer geileren Straße. Oder werden aber viele Gebäude entfernt. Okay, wie ist da jetzt die Frequenz? Alles ist gut, außer natürlich die Ölbaumwolle. Die werde ich nochmal derweil ins Depot schicken, weil die kosten mir einfach zu viel. Als dass sie mir so ein Minus wert sind. Test-LKW macht natürlich gut Minus, ist klar. Der Rest macht alles gut Plus, außer der Öllieferant natürlich noch. Aber der Rest ist echt gut profitabel. Finde ich nice. Die Einnahmen sind natürlich aktuell im Keller, weil wir gerade die Eisenbahnroute des Todes gebaut haben. So. Dann brauchen wir hier noch die verfügbaren LKWs wieder auf den Öllieferanten. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Nächstes Mal schauen wir dann, dass wir immer mehr LKWs hier auf diese Öllieferantenroute kriegen, weil, wie gesagt, die Eisenbahn hat einen richtig guten Durchfluss, glaube ich. Aber der LKW wird so ein bisschen das Problem sein, sage ich jetzt mal. Ihr fährt leer. Warum fährt ihr leer? Öllieferant. Ölquelle. Und du machst... Von Rohöl zu normalem Öl. Regel Öl und Öl zu... Also zwei Öl für einen so ein Öl. Im Sinne von, wir brauchen noch ein zweite Ölvorkommen oder was? Ach, weil vielleicht... Moment. Vielleicht, weil keine Fahrzeuge auf der Route sind. Von der Ölbahn. Vielleicht müssen da Fahrzeuge auf der Route sein, dass die hier... Produktion ist gut. Warum wird hier noch nichts? Oder brauchen wir dafür wirklich eine Eisenbahnroute? Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir eine brauchen. Abnehmer ist die Eclair Ölraffinerie. Ja, die wird gern produzieren. Abnehmer
jeder Kurs Treibstoff. Davon der Abnehmer sind die ganzen Tankstellen, die wir dann vielleicht auch noch beliefern werden. Müssen wir wirklich eine Eisenbahnroute dorthin führen? Aber holy shit, das wird geldtechnisch dann sehr knapp. Aber ich wüsste halt nicht, was sonst das Problem sein sollte. Warum die gerade nicht... Ich würde sagen, das schauen wir uns bis zum nächsten... Schaue ich mir bis zum nächsten Mal an, warum das jetzt nicht klappt. Wahrscheinlich ist wieder irgendeine Scheiße, irgendeine Kleinigkeit im Sinne von... Moment, ich glaube, ich weiß, was es fast immer ist. LKWs? Doch, die können... Die können keine Ölfässer transportieren. LKWs können keine Ölfässer transportieren. Also nicht das Rohöl von A nach B bringen. Aber das können die mit ihrem komischen Treibstoffdingern ja auch nicht, oder? Oder können die das? Doch, die können das. Das heißt, wir müssen tatsächlich eine Eisenbahnroute bauen. Tja, da habe ich, schaut sich der... Okay, Öllieferant, die Linie können wir stehen lassen. Nur die Fahrzeuge sind halt alle... für den Arsch, und da wir gerade schon so viele LKWs haben, können wir die eigentlich alle wirklich ins Depot schicken. Hier auch vom Öllieferanten alle ins Depot schicken, weil das bringt halt nichts. Ja, das heißt, es wird nächstes Mal eine sehr umfangreiche Eisenbahnbauserie. Das hier wird einem normalen Bahnhof weichen, der dann hier rüber geht, hier entlang, hier auf entweder auf der Seite oder auf der Seite, wahrscheinlich auf der Teststrecke vorbei. Hier an dem Hügel vor Minneapolis rum. Dann hier mit einer Brücke rüber und zur Ölraffinerie. Na, viel Spaß wünsche ich uns. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Transport Fever 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.